Die Entwickler haben eine neue Umfrage zu The Sims 4 geteilt, in der über extrem viele neue mögliche Features und Verbesserungen für das Spiel gesprochen wird. Mehr dazu in diesem Video. Die Umfrage, welche ebenfalls von Simcoe Frost auf Twitter geteilt wurde, beinhaltet insgesamt 10 spannende Fragen, die wir beantworten können. Zuallererst wird nach dem letzten Update und seiner Qualität gefragt. Die zweite Frage dreht sich um neue mögliche Beziehungsfeatures. Wie wäre es zum Beispiel, wenn auch die vergangene Beziehung oder persönliche Faktoren wie Merkmale der Sims eine Rolle spielen? Selber außerhalb eines Haushaltes Heiratsanträge gemacht werden können oder Beziehungen vorübergehend von Streit oder Ähnlichem beeinflusst werden? Gebt der besten Idee eine hohe und der schlechtesten eine niedrige Bewertung. Die dritte Frage dreht sich um das Gameplay. Sollen die Sims in einem Resort Urlaub machen und dieses gestalten, Gewohnheiten wählen, ein zweites Haus besitzen oder einen Tagesausflug im Gebirge verbringen können? Hier könnt ihr ebenfalls wählen. Als nächstes wird nach euren Lieblingsaktivitäten im Schnee gefragt, wobei Eisangeln, Schlittschuhlaufen, Schneeschuhwandern, Schneemobilfahren, Abfahrtski, Snowboarden, Langlaufski, Schlittenfahren und Bergsteigen zur Auswahl stehen. Die fünfte Frage dreht sich darum, was eurer Meinung nach in The Sims 4 mehr hinzugefügt werden sollte, also Merkmale, Fähigkeiten, Bestreben, Grundstücksarten und ähnliches. Weiter fragen die Entwickler, was für Packs eurer Meinung nach eine Überarbeitung vertragen können und wie man diese verbessern könnte. In Frage 8 und 9 wird gefragt, welcher simlische Charakter euch am besten gefällt und mit welcher Marke die Sims zusammenarbeiten sollten. Außerdem am Ende, wie euch The Sims 4 allgemein gefällt. Meiner Meinung nach sollte jeder Spieler an dieser Umfrage teilnehmen, auch da hier teilweise wirklich tolle Ideen mit dabei sind. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Wie habt ihr abgestimmt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.